Anstrengend. Ich habe 4 Stunden damit verbracht, die Katze zu begraben. 4 Stunden, um eine Katze zu begraben? Ja, sie wollte einfach nicht stillhalten. Ach, die war doch gar nicht tot. Nein, aber es ging überhaupt nicht gut, wissen Sie. Und da wir ja jetzt 4 Tage nach Lüneburg fahren, dachte ich, es wäre besser, sie jetzt zu begraben. Das ist einfach, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja. Nee, dann haben Sie schon recht, dann tue sie lieber jetzt. Ja, ja. Wir müssen übrigens unseren Wellensittich einschläfern lassen. Ach, wirklich? Mhm. Ist er alt? Nee, den mögen wir noch nicht. Ja, jetzt bringen wir ihn morgen zum Tierarzt. Sagen Sie, wie schläfert man denn Wellensittich überhaupt ein? Das ist witzig, dass Sie mich das fragen. Ich habe nämlich gerade gestern ein richtig dickes, großes Buch über das Einschläfern von Wellensittichen gelesen und anscheinend kann man sie entweder mit dem Buch erschlagen oder sie erschießen. Und zwar genau da. Also so hier über dem Schnabel. Ach, genau da? Ja. Da sagen Sie ja was. Aber hat Frau Müller nicht Ihren letzte Woche einfach die Toilette runtergespült? Nein! Doch! Das darf man noch nicht! So. Nee, das ist gefährlich. Ja, die brüten im Abwasserrohr. Ja. Das haben Sie, das wusste ich aber auch noch. Das sehen Sie mal. Komm, ich bringe jetzt mal die Sachen hoch. Ja, Mann, ich muss auch weiter, dann, ne? Okay. Schönen Tag. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Wer ist das? Dein Vater. Wolfgang ist nicht dein richtiger Vater. Wer hat dir das gesagt? Mama. Er heißt Frank. Schreibst du auch über dich? Ja, klar. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich habe in der Theke gelesen, dich beobachtet. Du gefällst mir. Danke. Dann bist du also ein intensiver Beobachter. Ja, kann man so sagen. Was denkst du jetzt gerade? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Magst du einen Kaffee? Sehr gern.